Große Zahnabstände müssen nicht mehr sein. Eine auffällige Zahnlücke lässt sich problemlos schließen. Mit Spangen lassen sich nahezu alle Zahnfehlstellungen korrigieren. Doch wie sinnvoll ist das bei Erwachsenen eigentlich? Zahnfehlstellungen können verschiedene Probleme verursachen, angefangen von Schwierigkeiten mit der Mundhygiene bis hin zu erheblichen Problemen wie bei Renate Nitschke, die mit einer Zahnregulierung behoben werden sollen. Der Versuch, die Kiefernfehlstellung zu regulieren, um Druck auf Nackenmuskulatur und so weiter auch wegzunehmen und dann besser entspannen zu können, in der Hoffnung, dass dann auch der Tinnitus irgendwann mal weniger wird. Die Zähne von Melanie Fremdgen sehen zwar auf den ersten Blick schön aus, doch die Bilder mit dem Scanner zeigen, die Zähne stehen falsch, was zu tagtäglichen Problemen führt. Ich merke, dass ich nicht so gut abbeißen kann zum Beispiel und dass ich es einfach nicht so gut zermahlen kann. Das merkt man schon. Deshalb will sie sich die Zähne korrigieren lassen. Mit modernster Technik kann man zunächst am Bildschirm ihre Zähne in die richtige Position bringen und später bei ihr, um so die Probleme zu beheben. Weil eine ideale Zahnstellung, eine physiologische Zahnstellung, natürlich auch eine ideale Belastung des Kiefergelenks mit sich bringt. Klassische Brackets, innenliegende Keramik-Brackets. Welche Möglichkeiten der Zahnkorrektur gibt es? Erwachsene wie Renate Nitschke wollen meistens nicht, dass die Zahnspange gesehen wird. Deshalb trägt sie diese transparenten, fast unsichtbaren Schienen, die einfach auf ihre Zähne aufgesetzt werden. Die werden dann wöchentlich oder zweiwöchentlich ausgetauscht und dann werden dann Step by Step die Zähne in die gewünschte Position bewegt. Man kann natürlich bei Erwachsenen so wie bei Kindern auch Brackets, also Klammern verwenden und die außen auf die Zähne kleben. Sehr viel angenehmer ist es allerdings für Erwachsene, wenn die Brackets hinter den Zähnen befestigt werden. Auch so können die Zähne in die gewünschte Position verschoben werden. Bei Erwachsenen dauert das in der Regel etwas länger als bei Kindern, aber vor allem die Digitalisierung hat die Kieferorthopädie in den letzten Jahren entscheidend verändert. Das vereinfacht einfach den Workflow. Ganz deutlich sogar, dass man von Anfang bis Ende das auch ganz gut vorprogrammieren kann, was am Ende rauskommt. Für schöne Zähne ist es also nie zu spät. Aber was zahlen die Krankenkassen? Nichts. Wer sich für solche Keramik-Brackets oder völlig unsichtbare Zahnkorrekturen entscheidet, der muss alles selbst bezahlen. Die Krankenkasse zahlt bei starken Kieferfehlstellungen, wenn man einen Chirurgen notwendig hat. Das heißt, wenn es eine chirurgisch-kieferorthopädische Kombinationstherapie ist. So wie bei Pirmin Kenk, dessen starke Kieferfehlstellung korrigiert werden muss. Hier zahlen die Kassen, aber nur, wenn er sich für die einfachste Form, also die sichtbaren Brackets, entscheidet. Ansonsten müssen die Patienten die Kosten selbst tragen, durchschnittlich zwischen 3.000 und 8.000 Euro. Aber so erzählen viele Patienten, wer seine Zähne früher immer versteckt habe, der könne nach einer Zahnkorrektur gar nicht mehr aufhören zu lächeln.